Ja, da haben wir jetzt ein ganz spezielles Instrument im Hotel Strass in Meierhofen und der junge Mann heißt Hans Müller. Hans Müller. Und wie lange spielst du das Instrument schon? Ja, schon seit 15 Jahren inzwischen. Und wo hast du das gelernt? Überall. Aber ich bin nicht ein einheimisches Instrument. Nein, ist kein einheimisches Instrument. Also bei uns ist es ganz schwierig. Aha. Und 2001 habe ich angefangen in Oberösterreich. Da war ich im Workshop und das war sozusagen der Startschuss für das Ganze. War das? Und wieso hat dich das interessiert? Ja, das hat mich eigentlich immer schon interessiert. Ja. Aber ich habe immer gedacht, das kann man bei uns nicht lernen. Ja. Und zufälligerweise habe ich das davon mit diesem Workshop. Da habe ich es mir gehört, da hat es mich aufgerissen vom Sessel. Das ist richtig interessant. Du, und wie ist das nachher? Da sind wir für, das sind drei, vier Pfeifen, fünf Pfeifen. Ja, das ist so. Kannst du das ein bisschen erklären? Genau, kann ich erklären. Also die drei da hinten, das sind zwei kleine, die Ohren und das ist der Bass. Ah, das ist der Bass. Und das sind da sind nur zwei da? Die spielt immer nur in Berlin, Dauerdorn in Hüften. Mit dem da, das ist der Chanter, mit dem spielt man die Melodie. Ah, mit dem spielt man die Melodie. Und die Kleine da? Das ist nur zum Einblasen. Ah, okay, hör mal. Was hast du für ein Stück geschlossen jetzt da? Ja, man spielt Green Hills of Tyrol. Ah, klasse. Weil das passt gut dazu. Klasse, okay. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank.